Oh, Death Touch, Trample und hohe Stärke sind drei Dinge, die ich mag. Death Touch, Trample und hohe Stärke sind drei Dinge, die ich wirklich gern hab. Ihr fragt euch warum, ihr wisst nicht warum, sieht dieser junge Mann so glücklich aus, wenn er Death Touch, Trample ohne hohe Stärke hat. Ich erkläre es euch gern. Trample funktioniert so, dass immer mehr als der Lead... Ich muss kurz nachdenken. Ganz kurz, halte kurz die Musik an. Der Grund, warum ich Death Touch Trample ohne hohe Stärke so gern hab, ist, dass Trample so funktioniert, dass überschüssiger Schaden auf den Spieler übergeleitet wird. Überschüssiger Schaden? Überschüssiger Schaden? Was heißt überschüssiger Schaden? Überschüssiger Schaden ist jeder Schaden, der mehr Schaden ist, als dass die Kreatur, die geblockt wird, stirbt. Und wenn die Kreatur, die angreift, Death Touch hat, dann ist jeder Schaden über 1 überschüssig, weil die Kreatur schon durch einen Schaden sterben würde, wegen Death Touch. Dö-dö-dip. Wegen Death Touch. Dö-dö-dip. Das heißt im Klartext, dass jeder Schaden über 1 auf den Spieler übergetragen wird durch Trample und Death Touch. Eine tolle Kombination.